Jetzt auf die Rot Blues. Ja, genau. Was ist das hier für eine Tracht, wo ihr jetzt anhabt? Das sind die Tracht von den Auswanderern um 1820, 1840, wie die Kunstrücker nach Brasilien ausgewandert sind. Aber nicht unbedingt jetzt original, ist halt nur gemacht worden jetzt? Nee, jetzt sind da verschiedene Sachen original, wie es im Film drin war. Das ist original, ja. Das hat die Marita Breuer also an der Hochzeit. Ich habe Originalklamotten vom Film. Die Hemden, die sind alle noch original aus der Zeit. Also, das auch noch original. Wir sind hier alles Originale, da ist nichts dabei, was nicht original ist. Wir sind alles Schabacher. Wir sind alles Schabacher. Da ist nichts dabei, was nicht original ist. Schabacher gehabt. Jawohl. Ich komme aus Irland, stamme aus Irland, aber ich wohne in London. Und ich bin ein großer Fan von diesem Film. Heimat? Vor allem die andere Heimat. Ich habe mit Harry die Rundfahrt. Wir haben alle Drehorte besucht. Ganz, ganz toll. Und ich habe, Harry hat mir davon erzählt, dass dieses Wochenende dieses Event stattfindet und ich dachte, ich muss unbedingt kommen. Das ist der gelbe Schabach Blues. Das ist der gelbe Schabach Blues. So fahren wir im Auto oder kommen zu Fuß. Zurück lässt ein scharfer Wind. Da kommen Vater, Mutter, Opa, Oma und Kind. Das Kind hat Hunger und schreit wie am Spieß. Die Mutter will den Kaffee und hat kalte Füße. Und alle
Jan, bist in deine Heimat von 1840 wieder zurückgekehrt im Moment für heute mal? Sind da noch Erinnerungen jetzt? Was ist vor? Ja, Jakobs Heimat, nicht meine Heimat. Aber die Drehtage waren auch hier, für dich nicht hier drin, in diesem Haus? Doch, genau, hier waren die Drehtage. Ich muss schon sagen, es ist jetzt schon anders. Also auch ohne Kulisse und so weiter, es ist jetzt nicht mehr das, was wie es 2012 war. Mal schauen, ich gehe mir jetzt mal rein. Ich habe keine Ahnung, wie es ist. Also ja. Ich finde, es ist noch so. Ja, ist noch so. Ja. War das richtig? So, mein Lieber, jetzt mal gucken. Hi. Guten Tag. Ja. Hat sich ja eigentlich nichts verändert hier drin. Oder sie ihr habt ja alle Möbel hier drin gelassen, oder was? Originalmöbel. Ja. Ich muss gerade echt mal überlegen, wie das jetzt nochmal hier war. Ja. Nee, ich glaube, die Stühle sind ein bisschen anders, das erkenne ich. Was? Die sind ein bisschen modern, die Stühle. Ja, aber hinten die zwei. Stimmt, ja. Das sind sie, weil die anderen Stühle waren aus dem Museum geliehen. Ah, und ich versuche jetzt nach und nach mir die Originalstühle aus dieser Zeit. Ich habe noch zwei unrestauriert, also nach und nach kommen wieder diese. Weil ja die Menschen zu dieser Zeit viel, viel kleiner waren, kommen wieder diese Stühle ganz hier rein. Das hier ist ja schon eine Zeit, die ein bisschen älter war. Jetzt mache ich dir aber nochmal Feuer an. Ja, mach nochmal Feuer an. Herr Ribbert, das Haus ist immer zur Besichtigung immer frei nach jeder, Absprache oder wie? Hier kann praktisch immer nur Absprache hier da kommen oder wenn die Tafel draufsteht, legt mein Handynummer drauf und dann kann jeder kommen. Und wie gesagt, die letzte Woche waren welche aus Japan hier sogar. Jetzt ist hier extra jemand von Irland drüber geflogen gekommen. Ja, aber Jan, guck mal, das Feuer ist schöner wie im Film. Aber mit Deutsch oben drüber, dann muss man. Ja, wo kam die denn aus Japan her? Und wenn du Japanisch kannst, kannst du das lesen? Nee, ich kann nur Brasilianisch. Ach so, auf Portugiesisch habe ich auch ganz viele Dinge. Das ist noch der Alkoff, ist noch alles so. Und der Spülstein ist auch alles genau, wie es im Film auch war. Aus Schiefer? Ja, oder? Genau, das ist original Hunsrücker Schiefer. Jetzt wird mir der Jan sagen, das stimmt nicht, aber es ist alles original, wie auch im Film war. Und das hier ist die Kaminsäge. Kaminsäge. Jan? Jetzt bist du wieder dran. Das jawohl. Habe ich nicht gewusst. Hast du nicht gewusst? Nee. Also, wie lange studierst du schon? Kaminsäge. Das ist eine Kaminsäge. So, ich helfe dir jetzt ein bisschen weiter. Lass mich mal überlegen. Warte mal, warum hat man eine Säge an einem Schopf? Haben sie hochgegangen. Guck, das ist eine Säge und die hängt an einem Kamin. Das ist eine Kaminsäge. Ganz einfach. Und dann das Holz klein zu schneiden. Bitte? Und dann ist das für das Holz klein zu schneiden. Nein, das ist um den Kopf hoch und lief zu hängen. Aber warum muss man denn das? Ach so. An der hängt doch. Verstehst du? So, und jetzt sage ich dir mal den Spruch, wo der herkommt. Den kennst du nicht filmen, da doch. Kennst du genau diesen Spruch? Leg mal einen Zacken zu. Der kommt daher. Ey, das wusste ich echt nicht. Wenn du hier einen Zacken zulegst, wird dir das Feuer, wird dir der Topf schneller heiß. Und so, so geht es dann schneller. Wo habt ihr diese Säge her? Da ist noch eine, die habe ich. Auch ein Zimmer gehabt hier in der Ecke oder war das sonst wo gespielt? Ich kann überlegen.
Also am Ende des Films war das die Schreibstube von Jakob. Aber am Anfang, doch, da hat er hier mit seinen Geschwistern geschlafen, auch mal da drüben. Boah, ich weiß es gerade nicht mehr so genau. Aber stellt dir ein bisschen nach. Das ist ein schönes Bild. Ja genau, das kenne ich noch, die Szene. Ja, man gewinnt halt auch irgendwie einen gewissen Abstand dazu, ne? Also, ich muss jetzt mir auch nochmal alles... Also an das Zimmer kannst du dich nicht so dran erinnern? Doch, ich kann mich schon dran erinnern. Aber die Frage war ja, ob ich da drin geschlafen habe. Ach so. Und das war am Anfang vom Film, aber am Ende nicht mehr. Wir haben auch so viel gedreht, was gar nicht im Film dann drin war. Ja, ne? Ich weiß. Und das ist auch noch der Stuhl, mit dem du immer da die Mutter aufs Feld geschleppt hast. Mhm.